Willkommen zum Fenster Wurfparabel vom Videolernzyklus zum Arbeitsblatt quadratische Gleichungen. In diesem Video wollen wir folgende Aufgabenstellung lösen. Hier steht: Die Flugbahn eines Tennisballs kann näherungsweise durch die folgende quadratische Funktion h beschrieben werden. Und hier haben wir nun die Gleichung der quadratischen Funktion gegeben, wobei x die horizontal zurückgelegte Wegstrecke in Metern ist und h von x ist die Höhe über dem Boden an der Stelle x in Meter. Das heißt, h von x beschreibt uns, wie hoch der Ball an einer bestimmten Stelle x gerade über dem Boden ist, wie viel Meter der Ball gerade über dem Boden ist. Und unsere Aufgabe ist es nun, berechne den Aufprallpunkt am Boden. Das heißt, wir sollen jene Stelle berechnen, jenen x-Wert, an dem der Ball wieder auf den Boden aufschlägt, das heißt diesen x-Wert hier. Wenn wir nun diesen x-Wert berechnen wollen, dann müssen wir die Gleichung h von x ist gleich 0 lösen. Das heißt, wir suchen die Nullstellen der quadratischen Funktion h. Dabei ist es so, dass wir zwei Ergebnisse bekommen werden, denn wenn man sich die Parabel hier weiter vorstellt, dann haben wir hier ebenfalls eine Nullstelle. Uns interessiert aber nur eine der beiden Lösungen, nämlich die Nullstelle hier vorne im positiven x-Bereich. Um nun die Nullstellen der quadratischen Funktion h zu finden, müssen wir die quadratische Gleichung h von x ist gleich 0 lösen. Und wie wir bereits gelernt haben, können wir dazu die große Lösungsformel verwenden. Die Koeffizienten können wir hier direkt ablesen. In diesem Beispiel ist unser a gleich minus 0,01, unser b ist gleich 0,18 und der Koeffizient c ist 0,4. Nun können wir die Koeffizienten in die große Lösungsformel einsetzen, um die Nullstellen der quadratischen Funktion zu finden. Bevor wir das aber gemeinsam machen, versucht das zunächst bitte selbstständig und pausiere dazu das Video. Im Anschluss werden wir dann gemeinsam über die Lösung sprechen. Gut, dann lösen wir die Aufgabenstellung nun gemeinsam und setzen unsere Koeffizienten in die große Lösungsformel ein. Damit erhalten wir x1'2 ist gleich. Hier haben wir minus b, also minus 0,18 plus minus. Dann haben wir die Wurzel aus b zum Quadrat, also 0,18 zum Quadrat minus 4 mal a mal c, also 4 minus 4 mal minus 0,01 mal 0,4 und das Ganze unter die Wurzel. Und dann haben wir noch dividiert durch 2 mal a, also dividiert durch 2 mal minus 0,01, Klammer zu. Dann kann ich hier die große Lösungsformel wieder ausblenden. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und nun berechnen wir zunächst den ganzen Ausdruck in der Wurzel. Das heißt, wir erhalten hier minus 0,18, das brauchen wir nur abschreiben, plus minus, und der Wurzelausdruck ergibt 0,22, dividiert durch minus 0,02. Nun erhalten wir die beiden Lösungen unserer quadratischen Gleichung, indem dass wir hier einmal plus und einmal minus wählen. In unserem Fall ist es aber so, wir wollen, dass insgesamt ein positives Ergebnis rauskommt für unsere Nullstelle. Das heißt, wir überlegen uns, mit welchem Vorzeichen hier hinten kommt insgesamt was Positives raus. Und naja, das ist, wenn wir hier das Minus wählen. Schauen wir uns das Ganze an, also die Nullstelle x1, wir wählen das Minus, das heißt, wir haben minus 0,18 minus 0,22 durch minus 0,02.
Dann haben wir insgesamt hier oberhalb des Bruchstrichs minus 0,4 durch minus 0,02 die Minus und Minus hebt sich gegenseitig auf und wir können das Komma oberhalb und unterhalb des Bruchs verschieben, jeweils um zwei Stellen. Das heißt, wir haben hier 40 durch 2, also insgesamt 20 Meter. Das ist unsere Lösung. Das heißt, hier bei x ist gleich 20 Meter schlägt der Ball auf den Boden auf. Die zweite Lösung brauchen wir nun gar nicht mehr berechnen, also wenn wir hier ein Plus wählen, denn da würden wir die Nullstelle hier auf der linken Seite bekommen und diese ist aber gar nicht gesucht. Gut, das war's für dieses Video und in den weiteren Videos schauen wir uns noch typische SRDB-Aufgaben zu den quadratischen Gleichungen an.